aber günstig den Zapfhufer bekommen. Aber ich hatte ein leichtes Problem, wie man hört. Da drin, das ist eine wahre Pracht. Es kann natürlich sein, dass irgendwas kaputt ist am Chassis. Werde ich gleich mal nachgucken. Naja, ehrlich gesagt, habe ich schon nachgeguckt und ist ganz einfach zu reparieren. So sieht das von innen aus. Das erste, was passiert ist, als ich das ausgebaut habe, dass das Kabel auseinandergefallen ist. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen mehr Power. Ist kaputt oder was? Er legt mich an der Socke. Da haben wir den Übeltäter. Wo bleibt der Bass? Festkleben und da wird es wahrscheinlich in Ordnung sein. Von unten ist er noch ein Scheibchen, ist auch lose, da tanzt da schön rum. Naja, mit Heißkleber festmachen und dann mal schauen. So, da muss mit Heißkleber und da irgendwo festgeklebt werden. Keine Ahnung, machen wir da noch mal ein bisschen drüber. So, geh weg. So, was sind das Nöppeldingen? So, erstmal Licht. So. Wo kommt das überhaupt her, das Ding? Ah.
Der kommt gar nicht von der Membran, sondern von da unten. Warum eigentlich? Ist doch sowieso aus Plastik. Ich sehe nichts. Ich sehe jetzt anders. Weißt du was, ich klebe das Ding gar nicht fest. Ich knipse dann einfach mit der Schere ab und fertig. Ist sowieso immer. Ist aus Plastik, der Chassis. Da kann aber